Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Thief Comparison mit unserem, ja, schon in unserer 27. Folge. Wir schreiben das Jahr 1670 und bei Thief 2 sind wir schon relativ groß und mächtig. Ich glaube, wir sind überhaupt die stärksten derzeit. Wir sind hauptsächlich einmal dabei, unsere Gegend zu erkunden. Okay, der hat Gold aus New York. War schon dran. Mist. Wo geht denn Gold hin? Das muss ich wieder nachschauen. Ich hoffe, dass es hier Graz. Okay. Gut, was machen wir mit dir? Oh, du brauchst nochmal eine Straße. Du gehst. Oh, warte mal, du sagst mir auch, wo du hin willst. Weil Philadelphia, schau dir was an, braucht Wein. Ja, das hätten wir eigentlich auch nach Rom bringen können, irgendwo hin. Na gut. Ist okay. Hier haben wir eigentlich nur Philadelphia auf dem Kontinent. So, das ist jetzt meine Bostoner. Mein Bostoner Siedler, den werden wir hier herbauen. Bergen ist natürlich kein wirklich österreichisches Dings, aber Bergen, das erinnert mich an Bludenz. Ha. Wir werden das Ding Bludenz nennen. Auch wenn keine Berge daneben. Ah, oh ja, es ist ein Berg direkt daneben sogar. Schau was an. Okay. Machen wir da her. Machen wir da her. Brauchst da noch eine Straße. Da eine Straße. Straßen sind gut. Du brauchst mir als nächstes einen Siedler. Na, das ist ja schon mal was Schönes. Du bleibst mal da stehen. Wir wollen nicht zu nah an Buffalo rangehen mit ihm, weil sonst wird er uns noch ruiniert von den Wahnsinnigen. Ah. Okay, da dürfte jetzt eine Stadt rumstehen. Gut. Mal da bei der Irrigation helfen. Da brauchen wir auch eine Straße her. Da brauchen wir auch sowas her. So, Dead Buffalo. Gut, in welche Richtung gehen wir weiter mit dir? So, hey, kill dir. Gezeichnet. So. Ich wollte dich da den Herrn hier mitnehmen. Aber ich glaube, der wird da jetzt gleich mal. Puh, die Amerikaner haben schon Steam Engine von den Azteken gekriegt. Die Azteken sind wirklich schnelle Forscher. Na gut, noch haben wir die Bibliothek, die große. Damit haben wir das auch gekriegt, aber langsam wird's knapp. Ja, machen wir den Boden neu.
Restore den Bregenz. Okay. Oh, Philadelphia braucht einen Marktplatz. Brauchen wir als nächstes? Was brauchen wir als nächstes? Aquädukt. Kolosseum, Bank. Na. Das ist alles doof. Karawanen. Wir brauchen mehr Karawanen. Kohle. Die Azteken wollen Kohle. Puh. Das wäre schon ziemlich cool, ein Schiff zu den Azteken zu schicken, jetzt mal langsam. Das Problem ist, die kommen alle nicht an. Okay. Alle möglichen aztekischen Städte brauchen Kohle, aber mittlerweile auch Bregenz. Na, schau was an. Na gut. Ja, immerhin haben sie Steam Engine schon entdeckt. Das ist ein Zeichen dafür, dass sie Kohle brauchen. So, und du brauchst mir hier eine Stadt her. Mein Kohlefreund. Geh mal. Ah, wir haben Byzanz gefunden. Warten. Du gehst an Bord. So, Spice. Wo gehört Spice hin? Ich würde sagen, auch in die Richtung nach New York. Aber auch noch Aztekenland. Naja, wurscht. Fahren wir mal daher. Und dann kaufen wir uns mal Buffalo. Aber ja, 438 ist ja fast ein Schnäppchen. Schon ein Schnäppchen. Jetzt bauen wir mal Siedling Buffalo. Du gehst nach Graz. Immerhin suchen die nach Gold. Oh, 50 Goldstücke sind 50 Goldstücke. Schaut fast so aus, als hätten wir hier alles verbaut. Und weiß echt nicht, ob ich da nicht noch irgendwo was bauen soll. Verbinden wir mal hier oben mit, was ist das, Kitzbühel. Du wartest hier. Ah, stopp, stopp, stopp. Ist okay. Spice geht da runter. Okay. Wo gehen wir mit dir hin? Du gehst einmal auch nach Dead Buffalo. Oh, schon was haben. So, Salz. Was ein Kill, die wir brauchen? Ich glaube nicht, gell? Oh, schauen wir uns weiter um. Ja.
jetzt brauchen wir dann langsam auch Küstenwachen. Haben wir noch eine dritte Stadt jetzt? Nö, ihr habt nur Washington und Chicago. Das ist gut. Nein, ihr kriegt keine Gunpowder von mir. Jupp. Okay. Welchen Stadtbau? Temple. Das ist schön. Bauen wir eine Bank? Ja. Wir machen schon 7 Einkommen durch Steuern. So, dann brauchen wir bei dir mal ein Kolosseum. Ihre Kassel war doch eine Bank, ausgezeichnet. Ein Aquädukt, oder hätten wir auch ein Kolosseum vorher bauen sollen? Schwer zu sagen. Na, machen wir jetzt Aquädukt. Hey, noch ein wundervoller Diplomat. Eine Bibliothek. Na, haben wir auch ein Aquädukt. Warten. Aufsteigen. 1, 2, 3. Sicherheitshalber fahren wir mal in die Nähe der Küste, damit wir möglichst schnell ablegen können. Jo, nachdem wir hier zurzeit nichts zu tun haben, könntest du genauso gut darauf gehen. So, Spice, haben wir gesagt, wohin gehört Spice? Oh, nach Wien. Fahren wir nach Wien. Und Wein. Fahren wir in diese Richtung. Gut. Schauen wir mal, da hinten müsste es eigentlich noch mehr geben von diesen Städten. Sollen wir den kaufen? Ja, 2,46 ist echt billig. Nein. Gut. Wo bauen wir dann weiter? Jetzt haben wir da die ganzen Städte. Ah, danach rückwärts bauen wir noch. Da bauen wir noch eine Stadt hier. Venice. Ah, vielleicht haben wir schon. Fehlt uns noch eine. Ah, Vöcklerbruck. Vöcklerbruck. Das ist genau das, was wir bauen sollten jetzt.
Hey, wir sind die Most Advanced Civilization. Sehr gut. Ah, wir haben die Zulus gefunden. Yo, I will grant an audience. Nein, wir werden uns nicht von euch erpressen lassen. Prepare for war. Okay. Ein Aquädukt nach Bregenz. Ein Kolosseum nach Salzburg. Anzium ist nicht so schön. So, da haben wir gesagt nach New York. Ich glaube, New York braucht Spice, oder? Copper Spice Clove, okay. Go to New York. Und du gehst wieder in diese Richtung. Fass darauf. Okay, schade. Ich hätte es gern so eingenommen, das hätte weniger Geld gekostet. Aber so geht's auch. 260 ist jetzt nicht so der groß, die große. Ist jetzt nicht so die große Investition gewesen. Na, fast hätten wir es geschafft auf diese Art und Weise. So, wie schaut das aus? Städtemäßig hast du noch immer zwei Seiten. Okay. Yo, I will grant an audience. So, wir haben jetzt drei Städte von dir schon abgenommen. I speak for she who makes mortals tremble. Consul Sacajawea of the Sioux. We laugh at your excuse for a civilization. We will refrain from crushing it underfoot if you will give us the secret of navigation. Wir werden uns nicht von euch einschüchtern lassen. Though we dream of seeing your civilization in ruins, we have no choice but to offer you a ceasefire. Na gut, das akzeptieren wir natürlich. Und consider this discussion complete. Und jetzt Ziellinie von meinem Land. Ausgezeichnet mit Raging Brook, Dead Buffalo und Running Bear haben wir da dieses ganze Gebiet gesichert. Ausgezeichnet. Da geht's nicht weiter. Schade. Da scheint es auch nicht weiter zu gehen. Ah, ich sehe gerade, wir haben schon wieder 19 Minuten. Das heißt, wir werden wieder Schluss machen für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt auch Spaß mit der nächsten Folge, die gleich anschließend kommt, nämlich mit der C5-Folge. Bis dahin wünsche ich euch einmal alles Liebe, einen schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Willkommen jetzt auch zu meinem zweiten Teil des Civ Comparisons in Civ 5. Wir haben hier ebenfalls das Jahr 1670. Wie die letzten paar Male auch, wird das wahrscheinlich etwas kürzer dauern. Jo, schauen wir mal, wie es weitergeht. Nachdem wir letztens ja zum Anführer der freien Welt gewählt wurden, also nicht zum Anführer, sondern zum wie heißt es? Also wir sind auf jeden Fall mit der Gruppe von Menschen, die die wählen. Das ist irgendwie blöd, diese Fische können wir da nicht abbauen.
wäre hier keine Schiffe reinbauen können wegen des Eises. Naja, schauen wir mal weiter. Wir haben jetzt schon 53 Zufriedenheit pro Runde. Das ist nicht schlecht. Also die sozialen Dings, die wir jetzt letztens gehabt haben, waren ganz gut. Ah, du willst gegen den Kasimir einen Krieg führen? Tut mir leid, daran habe ich kein Interesse. Ich muss zugeben, ich möchte eigentlich mehr oder weniger kriegslos durch die Welt ziehen. Wobei ich sehe gerade, da gibt's. Wenn es nicht so. Wenn es nicht so. Ohne Wälder alles wäre hier. Das ist sehr ärgerlich. Ah ja, stimmt. Letztens habe ich gemeint, da könnte ich eigentlich auch eine Stadt herbauen. Da gibt es immerhin Wein. Hey, wir haben Monaco gefunden. Oh, und noch jemanden. Bogota. Gut, dass wir so viel Geld haben. So. Oh, Bogota. Können wir auch mit Geld beeindrucken. Werbemittel. Und was ist das für ein Stadtstadt? Kultiviert. Das ist ja gar nicht einmal so schlecht. Werbemittel, haben wir Werbemittel schon? Nein, das wäre noch ein größerer Gewinn. Nicht schlecht. Ah nein, doch, Werbemittel haben wir schon. Ich kann einfach nicht sehen. So, Monaco ist auch ein kultureller. Der ist mit den Griechen verbündet. Hat keine Quests und hat Edelsteine. Haben wir Edelsteine? Ja, Edelsteine haben wir auch. Na gut, nachdem wir die feindlich gesinnt sind, werde ich da weniger rein investieren. Ah, Kohle aus Samarkand. Nur einen großen Schriftsteller. Ah, und Wellington will einen Handelsweg. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sobald wieder Handelswege frei sind. Wellington gehört noch nicht in unseren Einflussbereich. Ausgezeichnet. Auch nach Wellington bringt es etwas weniger. Weniger als das vorherige, aber bringt mir Glück und Zufriedenheit mit Wellington. So, eine Musikergilde ist beendet. Was baut er als nächstes rein? Opernhaus, dann können wir die Eremitage oder was kann man bauen? Ich glaube, irgend so ein Weltwunder. Ja, bauen wir Opernhäuser. Überall, wo geht, bauen wir Opernhäuser. Deveremos prosperar através do comércio? Abkommen. Na okay. Kostet zwar einen Haufen Geld, aber ich glaube, das hilft uns mit der Forschung. Okay. Das rote Vor werden wir wohl auch nicht bauen. Aber irgendein zweiter Handelsweg für irgendjemand anderen war auch, ich glaube, für Samarkand. War Samarkand sind wir eh schon verbündet. Maritim. Naja, immerhin bringt es ein bisschen Essen. Hm, 58.
Na, okay. Perlen müssten wir haben, oder? Haben wir Perlen? Nein, haben wir nicht. Okay, wir werden Wellington weiter beharken. Wenn geht. Mal, wenn wir 1000 Goldstücke haben, wenn wir vielleicht in Wellington investieren. Das könnte sich dann ausgehen. Tja, vielleicht sollte man wirklich noch einen Siedler bauen. Vielleicht sollten wir wirklich dahin beim Start fahren. Um große Dinge zu erreichen, sind zwei Dinge nötig. Ein Plan und zu wenig Zeit. Nicht schlechter Spruch. Okay. Wir haben billigere Goldkäufe jetzt in den Städten, was ich gut finde. Und wir haben einen großen Schriftsteller. Irgendjemand wollte auch einen großen Schriftsteller von den Stadt starten. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Schon schreiben. 660. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden es insgesamt geht, aber wenn es 500 Runden geht, haben wir jetzt gerade die Halbzeit circa. Oh, ich glaube 500 Runden könnte durchaus realistisch sein. Das heißt 500 mal 2 sind 1000. Das heißt, das Traktat zahlt sich noch nicht aus. Wir brauchen auf jeden Fall das große Werk. Es ist nichts verloren, solange es gefunden werden kann. Okay. Edmund Spencer. Sagt mir nichts, kenne ich nicht. So ein großer Schriftsteller kann also nicht sein. Yay. Okay, Kuala Lumpur mag uns mehr, aber die machen uns so oder so schon sehr stark. Was ich okay finde. Und wer noch? Nein! Ach, das ist eine militärische. Und die haben Zucker. Warum haben wir denn Zucker von innen? Ich glaube nicht. Ah, wir können es riskieren. Wir haben Zucker, oder? Nächste Runde müssen wir einfach schauen, ob der Zucker weg ist, wenn sie uns nicht mehr mögen. So, was bauen wir da? Noch ein Opernhaus oder bauen wir zuerst einen Siedler? Bauen wir mal einen Siedler. Vielleicht bauen wir wirklich zu dem Wein hin. Wieso nicht? Ist das sinnvoll? Ich weiß es nicht. Ich habe mir überlegt, da hier vielleicht, aber das bringt ja nichts. Da gibt es ja auch nichts in der Gegend. Naja. Ja, bevor wir auf nächste Runde gehen, werden wir für heute wieder Schluss machen, weil wir haben das Jahr 1685 erreicht. Wir sind also im gleichen Jahr wie bei Civ 2. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schlaft gut und...
Schaut was Schönes.